Heyo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 5, heute mit dem 2023er Hyundai Ioniq 5N. Wir werden uns heute das Fahrzeug in der Serienversion anschauen und gucken, was im Tuning so da ist und was wir aus ihm rausholen können. Und wie immer, das Fahrzeug ist erhältlich über die aktuelle Festival-Playlist für 20 Punkte im Herbst. Sollte easy machbar sein. Kleine Randnotiz bei dieser Foto-Challenge. Der Jesko selbst zählt nicht für das Foto. Sowas wie ein Bugatti Chiron, ein 300 SL, Entschuldigung, ein 300 SL, ein EB110, ein Agera RS, glaube ich. Ist der überhaupt im Spiel? Ich glaube nicht. Dann auf jeden Fall ein Modell der Agera-Reihe. Ist auf jeden Fall zugelassen, der Jesko selbst nicht. Also bevor ihr euch da wundert, aber wie gesagt, sollte machbar sein. Ansonsten, wir haben noch den Kia EV6 GT, der auch noch drankommen wird. Aber erstmal der Hyundai und wie immer starten wir in der Optik des Fahrzeugs und es ist... Ach ja, Hyundai macht weiter mit den kleinen SUVs. Wir haben ja schon den Hyundai Kona N angeschaut und den i30 N vor allem. Aber er reiht sich eher in der Kona-Reihe ein, finde ich. Also diese Crossover-kleinen SUVs so mäßig. Und wie die Ioniq-Reihe halt eben ist, sehr futuristisch und vor allem Elektro. Also da sollte jetzt keiner erwarten, dass hier ein 5-Liter V8 drin ist. Das ist ja relativ logisch. Ich finde ihn eigentlich in der Optik schon solide. Also das Hyundai Blau ist klar, das Rot auch. Aber so allgemein, ich meine, dieses kleine Bodykit quasi, die Linien, auch dass die Lüftung hier quasi in der Tür ist, finde ich interessant. Die Leuchten sind natürlich immer ein Highlight mit der Bit-Optik. Ist ja immer ganz cool. Aber ist das halt ein Elektrofahrzeug? Wir setzen uns rein. Und Tür, danke. Interieur ist halt klassisch steril, sag ich mal. Jetzt nicht so schlimm wie ein Tesla, aber dann doch sehr steril. Ansonsten das Display ist halt riesig gezogen, weil auch der, ja, die Motoranzeigen quasi dort sind. Ansonsten alles normal. USB-C, 12 Volt, jawollo. Und wir fahren raus, weil Soundcheck braucht man nicht machen. Wie gesagt, der ist Elektro. Ja. Hyundai Ioniq. Die Reihe wird interessant. Oder ist interessant, aber auch in der Zukunft. Und draußen hat er dann doch schon ein bisschen mehr Sound. Das war schon mal schlecht. Ja, wir sind Mitte der A-Klasse. Das ist okay, glaube ich. Also werde ich noch meine Kritikpunkte haben, aber Mitte A-Klasse ist okay. Aber was haben wir denn hier so vor uns? Also wie gesagt, der Hyundai Ioniq 5N. N ist halt immer die sportlichere Variante von Hyundais, zumindest in der Moderne. Steht auch für deren Standort in Yeong irgendwas. Es ist koreanisch. Also das sollte jetzt, glaube ich, keinen wundern. Andere, weil ich glaube beim i30 N hat es noch die Bedeutung vom Nürburgring, aber beim Ioniq eigentlich nicht mehr. Aber wir sind sogar bei den SUV-Helden, so wie es aussieht. Gut, Entschuldigung, ich muss gerade was nachschauen. Wir haben zwei E-Motoren, vorne und hinten. Wie wir auch unten in dem Menü sehen, quasi im HUD, haben wir die Möglichkeit auch umzuschalten zwischen einem Drift- und Allradmodus. Drift ist dann offensichtlich alles auf die Hinterachse. Wir haben jetzt hier im Innenraum auch die Anzeige AWD with Torque.
die ändert sich nicht. Beim GR-Jahres, der kommen wird, da haben sie groß angepriesen, dass sich was ändert. Hier nicht. Finde ich irgendwie weird. Wir haben 650 PS, 770 Newtonmeter, dann doch leider auf ein Gewicht von 2,2 Tonnen. Das Ganze, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich mit Allrad. Man kann umschalten, aber hauptsächlich Allrad. Aua. Der hat auch keinen Bock auf Kurven. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 3,4 Sekunden, hat eine angegebene Topspeed von 260 km/h, die auch erreicht wird, weil Elektroautos kommen da easy hin, mit einem Preis in der N-Version von 74.900 Euro. Ist gut happig, würde ich sagen. Es ist immer noch ein Hyundai. Dann 74.900 ist schon gut, auf jeden Fall. Ja, also hier im Spiel ist es ein bisschen weird mit dem Ioniq 5N. Weil ich, könnte sein, dass ich ein bisschen voreingenommen bin, aber ich muss sagen, im Außenbereich hat er dann doch einen guten Elektro-Sound. Im Vergleich. Noch nicht so auf Porsche Mission R Niveau, aber trotzdem gut. Ich finde das Lenkrad schön. Und das, ja, also das Interface gefällt mir, aber mehr auch nicht. Also Elektro ist halt immer noch ein bisschen schwierig bei mir. Wobei ich schon Bock habe, zum Beispiel auf den Taycan Cross Turismo Turbo S. Glaube ich, ist es. Ich glaube, es ist ein Turbo S, den wir bekommen werden in 2 Wochen. Ja, ungefähr. Wo dann auch schon wieder die nächste Serie auf uns wartet. Also hier geht's wirklich Schlag auf Schlag. Ich finde, der Hyundai Ioniq, der rutscht sehr. Also es kann gut sein, dass wir hier Straßenreifen drauf haben. Weil der rutscht mir wirklich viel zu sehr. Dafür, dass er auch laut Spiel eine 50-50 Verteilung hat. Ja, mal gucken, was wir ändern dürfen. Bin ich sehr gespannt, weil so finde ich die Bremsleistung sehr schwierig. Dann der Grip, habt ihr gesehen, ich kam quer beim normalen Bremsen. Das wird schon schwierig. Zumindest in der Serienversion. Wurden ja jetzt gerade mal Top 5 war das, ne? Ja, den Subaru brauche ich nicht. Die 0-100 ist okay. Boah, nicht mal die Zeit übernimmt der. Wir haben so viele Autos im Spiel, der die letzte Rundenzeit übernimmt. Okay, warte mal. Ah, mit oder ohne Drehzahl, ohne. Also er ist im Spiel definitiv langsamer. Er ist im Spiel definitiv langsamer. Eieieiei. Die 0-100 ist langsamer. Ja, die Umsetzung, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Das wird ein Massaker. Aber erstmal gehen wir ins Tuning und gucken, was wir machen dürfen. Motor, Batterie. Dürfen mit dem Serienmotor auf 845 PS sowie 1001 Newtonmeter. Finde ich interessant. Wir haben auch einen Motorswap. Nämlich den 1920 PS Brake Horsepower Motor aus dem Rimac Nevera, glaube ich. Aua, nee, machen wir jetzt nicht. Wir nehmen aber die Leistungssteigerung mit vom Serienmotor, haben wunderbare Forza Aero, natürlich mit dem Nasenring, wie geht's auch anders. Und dem hässlichsten Forza Flügel jemals. Und jetzt Reifen. Wir haben tatsächlich Straßenreifen. Ey Junge, das ist ein Armutszeugnis. Denn Hyundai macht Werbung mit Hankook-Reifen und dem Ioniq 5N. Kleiner Typ, wenn die so eine Kooperation haben, wird er auch damit ausgeliefert. Und ich glaube mal nicht, dass das Straßenreifenniveau ist.
Serienfelgen, joa. Sind okay. Sind okay. Sind okay. Sind okay. Keine Rennkupplung, kein Getriebe, weil wir sind Elektro. Wird's mit der Kupplung schwierig. Wir haben Straßenbremsen. Oh, Forster. Wir haben Straßenfahrwerk. So schlecht sind die Autos nicht. Gewicht. Oh ja, bitte. Bisschen Gewicht dann schon noch drauf. Forster, so schlecht sind die Autos nicht. Also ich verstehe es nicht ganz, was. Oder wer bei Forza gesessen hat und gesagt hat, jo, macht mal alles auf Straßenniveau. Das ist wirklich, wirklich komisch. Lackierungen. Stabil nichts. Oh, das Silber vorne bleibt. Interessant. Ja, jetzt könnte man natürlich auf Schwarz gehen. Wir könnten natürlich auf Weiß gehen. Weiß. Weiß ist so eine Farbe, da sehe ich den. Und das Hyundai-Blau ist, finde ich, auch nicht ganz getroffen. Zumindest, wenn man mich fragt. Aber mich fragt man ja nicht. Das wäre dann eher sowas, finde ich. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ah, irgendwie sowas. Designs. Charger GT. Anime natürlich. Forza Edition 7. Ioniq 5N. N-Line. Pikes Peak 24. N-Line hier auch nochmal. Wie sieht denn das aus? Auf jeden Fall auf jeder Seite irgendwas. Und wenn es nur gespiegelt ist und nicht richtig gespiegelt, dann bin ich wütend. Boah. N Hyundai Ioniq 5N. Auch nochmal Sponsoren. Das macht mich ein bisschen wütend, dass es endlich gespiegelt ist, aber. Ja, doch, es hat irgendwas. Gut, geh mal raus. Er wirkt sehr breit, obwohl er es hinten zum Beispiel, finde ich. Er hat doch ein bisschen, aber nur nicht aus jedem Winkel. Oh, jetzt hat er Bock. Ich glaube, das Getriebe sind wir noch gleich, ne? Wir sind auch eine ganze LI-Klasse hochgesprungen. Krass. Mal gucken, was wie jetzt die Performance sein wird. Vor allem in den Kurven. Da sind wir mal gespannt. Mit den SUV-Heroes. Die Beschleunigung ist 0 bis 200 nicht bad als Elektro. Aber jetzt kommt gleich unser Nemesis. Ja, Drehzahlbegrenzer, genau. Ja, 270, glaube ich, ist die harte, ist die. Das harte Limit. Okay, Bremstest. Oh Gott. Jungs, ich fahre doch schon. Übrigens, ich kam mir gerade so vor, als hätte irgendjemand geklopft. Gerade richtig komisch gewesen. Naja. Witzigerweise teilt sich der Hyundai Ioniq 5N die Basis mit dem Kia EV6 GT. Den wir ja auch bekommen werden. Das heißt, das wird witzig, die beiden dann am Ende miteinander zu vergleichen, ehrlicherweise.
Vor allem was auch die Performance dann auch getuned angeht. Aber serienmäßig alleine auch. Als Stand jetzt steht der Hyundai Ioniq 5N serienmäßig nicht gut da. Bin ich ehrlich. Nur gut, nur gut, nur gut. Aber was war denn Hyundais Gedanke bei dem Wagen? Nun, Hyundai hatte vor, einen Elektrowagen zu bauen. Oder hat. Ist nicht nur vor, sondern hat halt einen Elektrowagen gebaut. Der Emotionen vermitteln sollte. Hyundai, generell eine Marke, die sich in letzter Zeit sehr gemausert hat. In den letzten 5 bis 10 Jahren. Und vor allem Emotionen vermittelt. Und das wollten sie jetzt auch irgendwie in den Elektromarkt reinbringen. Und haben tatsächlich versucht, dem Ioniq 5N quasi ein Soundsystem zu geben. Das Motorsound etc. pp. Simuliert. Inwiefern das gut funktioniert, keine Ahnung. Ich besitze keinen Ioniq 5N. Das war auf jeden Fall das Ziel. Und das Ganze puristischer zu machen. Was heißt puristischer in dem Fall? Hyundai hat dem Ioniq 5N ein simuliertes Getriebe verpasst. Kein Scherz. Hyundai hat dem ein 8-Gang-DKG simulieren lassen. Das ist echt interessant. Also wirklich. Die Simulation eines 8-Gang-DKG bei einem Elektrofahrzeug. Also, wie? Was? Warum? Das ist echt fucking cool. Das gebe ich Hyundai auch. Wie gesagt, ich kann es schlecht von meiner Seite aus testen. Ah, das klingt schon echt verdammt gut. Deswegen haben wir im Innenraum tatsächlich auch Schaltwippen, falls wir den Modus hätten. Also in Forza ist das zumindest nicht. Das sollte jetzt, glaube ich, keinen überraschen. Wäre auch schwierig, glaube ich, umzusetzen. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Weil der umschaltbare Modus ist zum Beispiel belegt. Was wir auch kurz ausprobieren können. Ja, komplett auf Hinterachse unterwegs. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Formula Drift, ne? Also das sollte jetzt hier, glaube ich, keiner denken. Wäre aber auch interessant, mal die Drift-Version auf Performance aufzubauen, glaube ich. Ach, nimm mal einen kleinen Rundkurs. Und mir auch gerne mal Bescheid sagen, wie ihr so den Wagen findet optisch. Ich muss sagen, wir haben einen Hyundai-Händler bei uns, also wo ich wohne. Und ich sehe des Öfteren Dinger von denen, aber da ist halt niemand, der wirklich straight up komplett durchbeschleunigt wie auf einem Dragstrip oder keine Ahnung was. Das sind halt Mitarbeiter, das ist eine Überraschung. Und die werden jetzt nicht anhalten und mich angucken und sagen, ey, guck mal, was das Auto kann. Also... Aber ich sehe das öfteren. Ich habe mich verwundert wirklich, dass der im Spiel nur das Hyundai Blau hat. Nichts anderes. Verwunderlich, verwunderlich. So, mal gucken. Getriebe sollte jetzt länger sein. Ihr habt es gesehen, 337. Bei einem Rundkurs werden wir das, glaube ich, nicht erreichen. Aber ist zumindest schon mal besser als 265. Ich finde es halt sehr futuristisch, vor allem mit der Bit-Optik, was die ja jetzt schon des Öfteren durchgezogen haben. Beim Envision 74, beim Ioniq 6, den wir im Spiel haben. Ich finde es super, diese Videospiel. Es ist ja auch davon inspiriert, aber ist echt fucking cool. Also optisch holt mich Hyundai definitiv ab, aber der Ioniq 5 in echt nicht. Ich würde mir keinen Ioniq 5 holen, persönlich. Aber das ist ja nur Geschmackssache. Der soll, glaube ich, auch über 400 Kilometer packen. An Reichweite.
Das ist schon mal nicht wenig. Diese ganzen NPCs haben alle Forza-Flügel drauf. Und der Regen ist wieder komplett präsent, beziehungsweise eine nasse Fahrbahn. Mal gucken. Ich will eigentlich aufs Treppchen mit dem. Es kann nicht sein, dass er so abkackt. So schlecht sind, wie gesagt, die Hyundai ist nicht. Und im Feld komplett mit Verbrennern. Ich meine, fallen mir generell andere Elektro-SUVs in dem Segment ein? Also ich meine, ja, wir haben den Kia EV6 GT und den Ioniq 5N. Dann wird safe irgendwas von MG geben. Oder von... Oh, gute Frage. BMW hat ja ihre i-Reihe. Mercedes ja mittlerweile auch die EQ. Aber ich glaube nicht in der Größe. Es gibt nicht so ein GLA als Elektro, oder? Ich persönlich weiß es nicht. Weil wenn es... Weil mir fällt nicht so viel ein, was dann auch noch Performance bietet, was ungefähr konkurrenzfähig wäre zum Ioniq 5N. Könnt ihr mir auch gerne was sagen, wenn ihr da was wisst. Oh, P2. P2, P2. Das ist doch schon mal was. Ach Gott, ja. So. Du kannst mal so, du kannst mal so. Joa. Bisschen mittiger gehen und dann ist gut. Was fahren wir noch als letztes Rennen? Irgendwas, was wir selten fahren. Nehmen wir das. Ja, also getuned gefällt er mir. Auch das Design, wie gesagt, das N würde ich spiegeln, aber find ich hat was, das Design. Ich glaube, das Design kam auch schon zum Einsatz, oder? Die Se Hyundai setzt ja den Ioniq doch durchaus im Rennen ein. Ich glaube, das Design kommt mir ein bisschen bekannt vor. Das kann sein. Kann ich mich aber auch täuschen. Okay, Kamera. Cool. Bin ich mal gespannt, wie sich der EV6 dann schlagen wird. Mein Elektrosound, der irgendwie gerade komisch Hall hatte, dann noch mit den Verbrennermotoren um mich rum, war gerade richtig komisch auf den Kopfhörern. Irgendein Auto klingt hier richtig komisch. Schnell weg. Schnell weg. Jetzt traue ich dem Wagen auch Kurven zu. Das hätte ich vorhin im Stocks-Zustand definitiv nicht gemacht. Da wäre ich jetzt schon quer gekommen. Aber das ist ja das Gute am Tuning, ne? Ach doch, die Zeit läuft mit, aber die speichert sich nicht. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt vorhin. Oh ja, Ego-Sicht mit der Kurve. Ich bin auch klug, ne? Da hilft der Allrad-Elektro dann doch wegzubeschleunigen. Der Bordstein allerdings nicht.
Aber schade, dass auch hier wieder die alte Forza Aero genutzt wird. Die wirklich grottig aussieht. Forza muss sich wirklich mal dran setzen, die Forza-Flügel auch in Horizon komplett neu zu machen. Ich finde die hässlich. Vor allem bei so Crossover-SUVs und Hot Hatches, das sind einfach richtig, richtig komisch. So, jetzt kommen wir zu den Big Block V8 hier vor uns. Dodge Durango und Jeep Cherokee. SRT. Ist ein Trackhawk oder ein normaler? Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Das ist, glaube ich, der Trackhawk. Das ist der Trackhawk. Habe ich auch dem Letzt gesehen. Also, der ist schon ein Riesenkühlschrank. Das auf jeden Fall. Gut. Dann hat der Ioniq 5 sich aber doch ganz gut geschlagen jetzt am Ende. Kommt mit 300, kommt. Ja, 301 durchs Ziel. Boah, wenn er so tief liegt, hat er was. Dann würde ich an der Stelle aber auch sagen, was das mit der Folge zum 2023er Hyundai Ioniq 5N. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben, fürs dabei gewesen sein und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.